Blumen. So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute soll es mal wieder um was ganz anderes gehen, und zwar um das neue GTA 5 DLC, das uns demnächst erwarten wird. Und ja, im Hintergrund seht ihr schon, ein richtig geiles Auto. Und der Name von dem DLC wird sein Ill-Gotten Gains Part 1. Das Part 1 ist ziemlich wichtig, weil dann wird es sogar mehrere Parts von dem DLC geben. Und das ist schon mal richtig geil. Das Auto im Hintergrund sieht auch ziemlich nice aus. Flügeltüren am Start. Und ja, dann schauen wir uns mal das nächste Bild an. Da sehen wir ein neues Auto natürlich auch wieder. Mit einer neuen Lackierung. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die ganzen Fahrzeuge alle heißen. Aber ich weiß, dass die Lackierung, die wo auf dem Auto drauf ist, die Lackierung werden 7 Stück neue dazukommen, und die werden nur auf den neuen Fahrzeugen verfügbar sein, aber trotzdem schon richtig geil eigentlich, weil ja, das erinnert irgendwie so an gemoddete Lackierungen und auf jeden Fall ziemlich nice, wie ich finde. Dann, als nächstes kommt auch ein neuer Heli hinzu, aber eigentlich ist es gar kein neuer Heli. Der Heli ist schon im Spiel vorhanden, aber wenn ihr genau hinschaut, auf den ersten Blick habe ich es auch nicht erkannt, aber man sieht, dass es ein neuer Heli ist, also der ist Gold, ziemlich nice eigentlich auch, aber das ist eigentlich nur für Leute, die zu viel Geld haben, die kaufen sich halt dann sowas. Ich werde mir das nicht kaufen, weil das ist dann Geldrausschmeißerei. Dann kommen natürlich auch eine neue Waffe hinzu, glaube sogar mehrere. Hier sieht man auch neue Kleidungsstücke, ziemlich nice eigentlich. Die Waffe ist eine PDW, kennt man ja auch aus Call of Duty. Sieht ziemlich gut aus eigentlich, ziemlich stark. Und ja, mal schauen, wie die dann so wird. Dann kommen wir zu einem richtig geilen Auto eigentlich auch. Es sieht mir aus wie ein Oldtimer, aber auch ein Muscle Car. Ich finde es eigentlich ziemlich nice hinten. So mit dem Schutzblech über der Reifen und alles. Sieht ganz geil aus eigentlich. Mal schauen, ob das Teil auch abgeht oder keine Ahnung, was es so zu bieten hat. Dann, das nächste Bild ist schon ziemlich geil. Da sieht man neue Kleidung. Natürlich sehr edle Kleidung. Das DLC wird auch ein Luxus-DLC sein, wie man es ja bis jetzt schon sieht. Und das neue Auto natürlich auch mit Flügeltüren. Auch ein Supersportwagen. Ich denke mal, das wird richtig nice. Und im Hintergrund sieht man eine Villa. Also Leute, vielleicht erwartet uns sogar, dass wir ein paar Villen hinzubekommen. Das wäre so geil. Das habe ich mir schon immer gewünscht in GTA. Das ist das Einzige, wo noch fehlt. Und ja, das wäre richtig geil, finde ich. Und ja, genau. Dann im nächsten Bild. Richtig geiler Supersportwagen. Den feiere ich am meisten. Sieht mir aus, also in echt soll es ein Pagani Huayra darstellen. Und der geht halt abartig ab. Also auch der fette Spoiler auf dem Bild und alles. Also die Karre, die kaufe ich mir auf jeden Fall. Die sieht richtig geil aus, finde ich. Schreibt mal eure Meinung zu dem Auto in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und ja, das Auto, was ich am meisten feiere, genau. Dann kommen wir noch zu einem anderen Flugzeug. Das ist auch schon im Spiel vorhanden, aber ist halt auch wieder aus Gold. Keine Ahnung, wer das Geld hat, kann sich ja mal kaufen. Und dann sieht man hier noch neue Kleidungsstück. Stücke werden über 100 hinzukommen, also Leute, uns erwartet ein richtig fettes DLC. Ich hab da so Bock darauf, mal wieder auf ein neues DLC. Hätte nicht gedacht, dass GTA uns nochmal so Rockstar Games uns nochmal so geile DLCs rausbringt, auch noch kostenlos. Also ja, wird richtig geil, finde ich. Und schreibt mal eure Meinung zu dem DLC in die Kommentare. Ich weiß nicht, wann es kommen wird. Ich glaube, so in den nächsten 14 Tagen wird es schon rauskommen.
Und ja, genau. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.